Fresser und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und jetzt rede ich auf einmal so komisch. Hast du vielleicht für ein bisschen Zombie-Kind da, dass es vielleicht wieder zurückändert? Bitte, ich brauche nur ein bisschen Zombie-Kind. Gehen Sie schlafen. Das ist. Hi. Hi. Ich habe jetzt auch einen Hund geholt. Und was hat der denn da? Das sind spezielle Boxen. Für den Hund, da kann man. Also, das sind spezielle Boxen. Jetzt kann der kleine Dinge tragen. Haben Sie kurz eine Minute? Ja. Und wenn Sie danach was kaufen wollen, ich hab was für Sie. Was? Nicht passiert. Was? Oh. Ja, ich geh den Typen töten. Ach Gott. Ach, die schon wieder. Könnte man diese Treppe da an ihrem Ding wegmachen? Damit ich da eine Stromhalterung ranbauen kann. Weil ich glaube nicht, dass sie die so gerne im Garten stehen haben wollen. Kann man da nicht am Haus so zwei Holzstämme darüber oder eins so ein Ding anbringen? Ach, da könnte ich auch, ja. Dann machen Wählen sie das lieber. Ja, machen sie das. Okay, so. Hole ich erstmal Erde. Ja. Ich habe eine Frage wegen den Wahlen nochmal. Nämlich, wer wertet die eigentlich aus später? Die Stadtwache und der Magiemeister. Und wann ist die Auswertung? Oh, das steht noch in den Sternen. Wir müssen ja erst noch ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, ja gut, das wäre meine Frage. Ach okay. Ja, und ich wollte fragen, Sie haben ja erstmal Zaubern in der Stadt untersagt, für die Magier. Für den Herrn Olaf. Ah, nur für den Herrn Olaf? Ja. Ach so, okay, ja gut. Dann. Oh, ja. Ja, er hat sein Luftschiff fertiggestellt. Okay. Weil ich musste ihn gerade zweimal retten. Er wurde andauernd erschlagen. Von diesen Steinviechern. Ja gut, die nerven ja. Aber auch. Ich hab dann mal unter seinem Haus ausgeleuchtet. Ja gut. Oh, er landet. Ja, dann gehen Sie mal hin. Passen Sie auf, dass er keinen Blödsinn macht. Ich muss das Lager hier unten aufräumen. Mal gucken, ob er Ihr Haus mitnimmt. Bitte nicht. Ich hoffe nicht. Er landet also er ist ja, haben Sie mal ein Auge auf. Irgendwie auf dem Holzfällerhaus, glaube ich. Ja. Haben Sie mal ein Auge auf ihm. Hi. Ja? Ich habe ein neues Schiff gebaut. Ich habe sie schon hier rumfliegen sehen damit. Ja. Ein fliegendes Fisch. Das ist... Ja, Fisch oder U-Boot, das ist... Nicht ganz fertig, wir brauchen mehr von diesen komischen Ancient Golems Leuten da. Und jemanden, der mehr von diesen Dingern mehr machen kann. Der Herr Darko, der scheint wohl sich gerade hingelegt zu haben. Ja. Aber interessant. Wenn man jetzt damit auch noch unter Wasser fliegen könnte, wäre das echt praktisch. Man kann, auch mit diesen eigentlich, aber naja. Ja, aber bei denen... Hier wird man auch nicht so nass. Ja, das deswegen. Bei denen, mit denen wir fliegen, wird man ja nass. Bei dem nicht. Das Ding brauche ich halt, um ganz weit weg zu fliegen, um effektiver die Dinger so umzubringen. Hier hinten zum Beispiel sind jetzt auch welche im Wasser. Ja, aber nur sehr wenige. Hallo. Ich brauche Ihre Hilfe. Um was geht's denn? Herr Dark hat mich zu Ihnen geschickt. Ich würde mir etwas anfertigen lassen und Herr Darko meinte, Sie könnten das machen. Was denn? So eine Tür, wie auch bei diesem Haus da in der Wand ist, die man nicht sieht. Die stehen da vorne zum Verkauf. Bei der Holz. Okay, ich bin wirklich blind. Ja, und ich habe ihr erklärt, sie hat gefragt, was hiermit ist, und ich habe dann gesagt, was das ist. Weil sie umbringen, wenn sie von so einem Viech gekratzt wird und sie sich dann verwandelt. Okay, dass sie das lieber trinken soll dann. Wer hat jetzt eins davon gekauft? Ich zur Vorsorge, falls ich nochmal gekratzt werde. Ach so, okay. Dann trinke ich lieber so ein Ding, als von ihnen umgebracht zu werden. Das stimmt allerdings. Weil es keine Lösung. Kannst du bitte aufhören? Warum? Sobald ihr Chef weg ist, fangen sie wieder an, jedem auf die Nerven zu gehen. Niemand auf die Nerven. Sind Sie sich sicher? Ich versuche meine spirituellen Kraft aufzulassen. Dann melden Sie sich lieber als Magier an.
bin ja keine Magierin. Ja, aber wenn sie spirituelle Kräfte haben. Das ist spirituelle, wie soll man das sagen, spirituelle... Das hat was mit Hellsehen zu tun. Ah. Fast. Sind sie Hexe? Nein. Sollte. Wenn sie spirituelle Kräfte haben und fast eine Wahrsagerin sind. Sind sie ein Orakel? Nein. Schade. Okay, ist der Herr Ramunda? Nee, der ist gerade eingeschlafen. Er ist gerade schlafen gegangen. Toll. Ui. Der muss meinen Wein probieren, den ich neu gemacht habe. Ich kann das auch probieren. Nein. Nein. Wie alt sind Sie eigentlich, Fräulein Vivian? Weiß ich gar nicht. Also ich war 8 Jahre bei den Mönchen, das weiß ich. Also, also bin ich mindestens 8, aber ich glaube, ich bin älter. 9. Nein, ich bin okay, nicht 9. Also, sind Sie seit Sie klein waren bei den Mönchen gewesen? Nein. Okay, mit wie vielen Jahren sind Sie zu den Mönchen gekommen? Ich glaube, ich bin mit 10. Okay, dann sind Sie jetzt 18. Mit wie viele Jahre haben Sie gebraucht, um hier zu gehen? Weiß ich, wüsste schon. Okay, vielleicht sind Sie so 20. Würde man nur schätzen können. Ich darf das. Was, Wein? Nein. Doch. Wenn er sagt nein, dann nein. Ihr klärt das schon. Was super funktioniert, wenn ich nicht genug Level habe. Hallo. Ich erlaube mir mal ganz kurz reinzukommen. Ich habe gerade noch gesagt, ich erlaube mir mal reinzukommen, weil hier die Knallerbsen rumlaufen. Haben wir kein Wort von gehört. Also ich habe sie noch gehört. Oh, das klang, als ob es hinter mir war. Darf ich mal? Dann kriegen sie keinen Wein mehr. Hey, Herr Tyrox! Ja, habe ich Wein gehört. Sie dafür kriegen? Eine Kostprobe für sie. Das duftet. Honigwein. Jetzt ist er auch besoffen. Ui. Ach, hier. Ui. Die 3 Flaschen, Armer. Sie haben auch ganz schön schnell getrunken. Ja. Bin ein Saufer, was solche Sachen betrifft. Okay. Sie sind echt irgendwie ein bisschen. Weiß nicht, ne? Ui. So, wenn ich Ihnen jetzt noch 4 Münzen gebe, darf ich dann einmal schießen? Nein. Mann. Müssen Sie an diesen Platzviechern ausprobieren. Ja, die sind dann mit einem Schuss hin. Ja. Wir ja wissen, wie viel Schaden die machen. Dann warten Sie, bis der Herr Olaf wieder da ist. Ja toll, der ist nachtragend. Ach, ist er nicht. Durch den habe ich schon mal meine Ernährung verloren. Ach, der ist doch nicht nachtragend. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen wollte. Ja. Da können Sie Ihren Müll reinschmeißen. Hier, Herr Darko, Sie werden ja bestimmt auch ab und zu mal Restmüll haben, den Sie nicht verwerten können. Ja, den schmeiße ich eigentlich in den Mülleimer, aber danke. Ja, jetzt kann sich einen ins Haus stellen. Jetzt rennen sie hier irgendwie alle weg. Ach, jetzt. So, den Mülleimer können sie sich ja dahin stellen, wo sie später dann schmieden. Ja, ja. Da können sie immer den Rest nur reinschmeißen, den sie nicht mehr brauchen. Ich bin eigentlich meistens hier unten. Okay. Und wie hat der Wein eigentlich geschmeckt? Ja, zwischen süß und... Also, war halt Honig, ne? Honigwein. Okay. War schon... Ich kann nämlich aus diesen Beeren, die hier in den Sträuchern wachsen,
Ja. Kann ich auch Wildbeerenwein herstellen und aus ganz bestimmten Weintrauben kann ich noch so richtigen Wein herstellen. Allerdings muss ich erst einmal gucken, wo ich hier am besten eine Plantage hochziehen kann. Ja. Und aus diesen komischen Oliven, die manchmal aus solchen Bäumen rausfallen, da kann ich irgendwelches Öl herstellen. Ich habe das gekostet, danach war mir total schlecht. Okay. Ich sehe, wir verstehen uns nicht. Doch, ich komme. Ja, werden Sie erstmal wach und wir sprechen uns später nochmal. Okay. Schlechte Neuigkeiten. Und die wären? Herr Darko ist auch ein Werwolf. Toll. Und was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Denn, ja, der Herr Darko hat halt 3 Stimmen, die Sissy hat 3. Mit meinen 2 extra eingeworfenen würde ich auch noch zur Auswahl stehen und bei Ihnen ist 1 Stimme. Ja, das ist, hier wird mein Wein hergestellt. Okay, cool. Fragen Sie nicht, was das für Aufwand ist. Und gehen Sie bitte nicht dahinter, die Bienen sind, die stechen gerne mal. Warum habe ich jetzt gerade das Bedürfnis dahin? Ja, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, wie wir weiter vorgehen. Ja. Können Sie mir kurz helfen? Danke. Sind Sie wieder gebissen worden? Ja, aber diesmal habe ich keine richtige Wunde gespürt. Okay. Ich hoffe, das täuscht nicht nur. Haben Sie die Perle noch? Leuchtet über ihm was? Oder so. Nee, Sie sind nicht gebissen worden. Haben Sie Glück. Ja, okay. Danke. Oh. Hier in der Stadt sind gerade 3 und da hinten ist noch mal einer. Ja, dann... Ja, sie haben ja kein Haus. Oh Gott, da hinten steht doch schon wieder der Nächste. Ja, hier sind ist eine riesige Invasion in der Stadt. Ja, wir brauchen unbedingt eine Stadtmauer. Das geht nicht so weiter.